Denn nächste Frage: Gibt es bei uns Spieler in der Mannschaft, jetzt außer mich, die für dich eine Vorbildfunktion haben? Uff, das ist eine gute Frage. Also eine Vorbildfunktion. Ja. Da fällt mir eigentlich keiner ein. Das ist außer, traurig. Außer dir. Und Knäher. Warum Knäher? Ja, ich weiß nicht. Knäher strahlt so eine väterliche Ruhe aus, finde ich. So, weiß nicht. Das kann man nicht beschreiben. Und du bist ja eher so der hibbelige Typ, ne? Genau. Ja. Und dann brauchen wir manchmal so einen, der neben dran steht, einfach mal nichts sagt. So wie du oder ja. Knäher. Okay. Und die anderen machen halt immer mit, ne? Das ist halt das große Problem. Aber so richtige Vorbildfunktion. Also da okay. Habe ich jetzt keinen im Sinn. Okay. Interessante Frage. Wie jede Frage auch. Ich bin bei Alex ja immer mal wieder Babysitter gewesen. Mhm. Habe mit den Kindern gespielt. Dürfte ich auch auf Fine aufpassen? Wenn du die Reifeprüfung bei meinen Hunden bestehst, dann darfst du auch immer auf Fine aufpassen. Und was bedeutet das für mich? Die Reifeprüfung, was muss ich machen? Du musst mit meinen Hunden spazieren gehen, du musst sie eine Kontrolle haben, du musst sie füttern, du musst ihnen was zu trinken geben, so alles, also was sie so eigentlich brauchen. Heißt es ja, bedeutet es ja einfach für mich, dass ich, wenn ich auf Fine aufpassen würde, muss ich auch gleichzeitig auf die Hunde aufpassen, weil ihr ja nicht daheim seid. Das ist nämlich. Und wenn du die Hunde bestehst, dann bestehst du Fine auch, weil Fine ist die entspannteste von den drei. Das ist gut. Das glaube ich auch. Ja, du warst ja letztens schon mal bei uns, hast sie ja mal am Arm gehabt, das hat schon ganz gut ausgesehen. Und wenn du dennoch die Hunde in den Griff kriegst, dann... Das ist gut. Dann darfst du es auch mal machen. Die Hunde werden aber schwer. Ja. Die sind größer als ich. Die wiegen auch mehr als du. Du ziehst um aufs Dorf nach Schatthausen. Bist oh ja. du eher das Landei oder wie kam das? Oder liegt das daran, dass du gerne bei unserem Physio in der Nachbarschaft wohnst? Ja, auch. Also ich bin sehr massagebedürftig. Ja. Und da Sven ja in der direkten Nachbarschaft wohnt, dann ist es einfach nur noch 5 Minuten, nicht mal, vielleicht 1 Minute runterlaufen. Zack. Kann ich mich gut massieren lassen. Ja. Und, aber macht er das gerne? Massiert er dich nicht gerne? Ich mache das sehr gerne, aber er glaube ich nicht. Ja. Okay. Weil ich glaube, ich habe einfach nie was, aber wer hat einfach massiert. Aber wenn du was hast, dann hast du auch richtig was, ne? Korrekt. Ja. Deswegen versuche ich ja immer nur nichts zu haben und trotzdem hinzugehen. Ja, clever. Nee, und ja, das heißt Landei. Ich finde es einfach schön in der Region. Also ich habe ja vorhin schon mal gesagt, mein Ziel ist eigentlich, in jeder Ortschaft mal gewohnt zu haben. Und dann habe ich jetzt in Dielheim gestartet, jetzt über Schatthausen. Also es gibt noch einige Ortschaften, die ich noch vor mir habe. Von daher, ja, mal schauen. Jetzt ein Secret, das Secret, live. Uns ist zu Ohren gekommen, Herr Pekeler, dass du mal von der Polizei nach Hause gebracht wurdest, weil du eine Fensterscheibe eingeworfen hast. Was sagen Sie zu der Anklage? Ich sage dazu gar nichts. Ich übergebe das meinem Anwalt. ja, das stimmt. Da müsste ich so 12, 13 sowas gewesen sein. Es war Jahrmarkt. Wo war das? In Glückstadt, wo ich aufgewachsen bin. Glückstadt, ist das schön da? Ja, schön da. Und es gab da eine Auseinandersetzung mit zwei anderen jungen Männern. Und dann sind die abgehauen. Kennt man gar nicht von dir? Nee, kennt man nicht von mir. Und dann lag zufälligerweise auf dem Boden eine Zitrone neben mir und ich hab sie nach ihnen geworfen. Leider habe ich nicht ganz genug gezielt und habe das Fenster vom Rathaus getroffen. Schön. Was ich selber nicht mitbekommen habe, bin dann wieder zurück auf den Jahrmarkt gegangen und auf einmal standen zwei Polizisten hinter mir und haben mich dann gepackt. Naja, es gibt, auf jeden Fall musste ich dann bei meiner Oma den Zaun streichen, um das alles abzuarbeiten, um mir ein bisschen Kleingeld nein, zu verdienen. Nein, nein, das geht nur in Glückstadt. Also bist du vorbestraft mit Zaun streichen? Ja, genau. Okay. Aber ich habe mir ein bisschen Geld verdient, um diesen Schaden dann wieder zu regulieren. Also da kann ich eigentlich mit meiner Frage gleich weitermachen, das ist eigentlich gut. Weil meine Frage ist, fühlst du dich wirklich selber als Bad Boy? Ich muss sagen, das ist auch eine Sache, die ich schon ein bisschen breit getreten finde. Ich finde, das war so eine Sache für uns in die Mannschaft und gehörte eigentlich nicht in die Medien. Momentan ist es so, dass eigentlich jeder so auf diesen Zug mit aufspringen möchte. Das stimmt. Deswegen ist das auch eine Sache zu deiner allerersten Frage, die ich auch nicht mehr unbedingt hören kann, dieses okay. Bad Boy. Aber zu deiner Frage zurück, ich fühle mich natürlich nicht als Bad Boy. Okay. War ich vielleicht mal, aber... Ey, wirklich? Mehr. Ja, so im Januar war ich das vielleicht. Und wer ist in unserer Mannschaft der Bad Boy? Ah, ich glaube... Mittlerweile ich entwickle mich schon dazu, muss man schon. Ja, du versuchst es, aber da ist auch wieder dein Vorbild. Ich glaube, Uwe mittlerweile ganz weit vorne mit dabei. Ja, der ist schon immer so. Ja, der ist so ein bisschen... Ja, das stimmt. Ja.
macht so auf Mutter Söhnchen. Also auf der einen Seite ist er so dein bester Freund und auf einmal haut er dir so ein paar zwischen die Rippen. Ja, das merke ich auch beim Fußball, ey. Ja. Kommt da von hinten in den Arm, zack. Und ja, das stimmt, da hast du recht. Ja. Uwe, ja. Ja, gut, dann mache ich mal weiter. Welche Rolle würdest du dir der Mannschaft zuschreiben? Was nochmal? Welche Rolle würdest du dir in der Mannschaft zuschreiben? Also welche Rolle führst du aus? Was bist du wichtig für unsere Mannschaft? Was machst du? Willst du das sagen, dass ich wichtig bin für uns? Du bist enorm wichtig, weil ohne dich hätten wir kein Wasser beim Training. Stimmt. Also meine Rolle als Wasserwart fülle ich auch gut aus. Das denke ich auch. Das mache ich jetzt auch schon über 4 Jahre. Macht's dir Spaß? Ich muss ehrlich sagen, es macht mir Spaß, weil die andere Option wäre Bälle und Bälle ist richtig scheiße. Ja. Also Bälle, das wird mich richtig ankotzen. Wenn ich jetzt Harald wäre, würde es mich richtig ankotzen. Ja. Aber Wasser ist easy. Muss ich 2-3 Mal Wasser reinholen, beschriften vor dem Training, zack, rein. Ja. Muss ich da zwar ab und zu was anhören, weil die Affen halt ihr Wasser nicht tauschen können, weil die halt nicht mal fähig sind, den Deckel abzudrehen und auf die neue Flasche draufzudrehen. Aber wen sprichst du damit genau jetzt an? Eigentlich viele. Also da gibt es jetzt niemanden, den ich explizit damit anspreche, weil da gibt es wirklich viele, die nicht fähig sind, das zu machen. Okay, wer macht es denn nicht? Da will ich jetzt nicht so genau drauf eingehen. Also ich will keinen Namen. Ich glaube, unsere Fans würde das interessieren. Wirklich? Ja, absolut. Ich glaube, unser Spanier kriegen das nicht hin. Sorry, Redde und Rafa, aber ihr kriegt das nicht hin. Mhm. Worauf ist das zurückzuführen? Vielleicht verstehen sie mich einfach auch nicht. Also es kann gut sein, dass ich einfach mit meinem Latein bei dem am Ende bin. Ja. Ich habe wahrscheinlich schon so viel an die rangelabert, dass da denen ihre Ohren auch schon taub sind. Ja. Aber ich glaube, die verstehen es auch einfach nicht. Okay. Ja, von daher. Ich bin eigentlich, also meine Rolle, nochmal zu deiner Frage zurück. Mhm. Ich denke, alle würden sagen, ich bin so der Klassenclown. Ja. In diese Schublade will ich mich nicht stecken. Ja gut, du bist der Jüngste hier, ne? Ich bin der Jüngste und da wird man halt schnell in so eine Schublade gesteckt. Aber meine Rolle ist eigentlich, denke ich, dass ich einfach immer allzeit hilfsbereit bin, allzeit da bin, wenn man mich braucht. Mhm. Und eigentlich kann man mit mir auch immer reden, wenn man was sein Herz ausschütten will. Und eigentlich bin ich der geheime Psychologe der Mannschaft. Kommen viele Spieler zu dir, um mit dir zu reden? Ja. Aber ich auch zu ihnen. Also. Das ruht auf beidseitigem Interesse. Okay. Gut.